Und hiermit zurück zum New Truck Simulator 2, hier mit mir, dem Zengis. Und ja, ich bin wahnsinnig im Stress, beziehungsweise jetzt muss ich eigentlich gar keinen Stress mehr haben. Ich habe meine Arbeit vollrichtet, obwohl es ja eigentlich heißt, erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Naja, jetzt ist mal ein bisschen andersrum geworden. Nein, ich habe wahnsinnig viel an der Backe, aber trotzdem, ich denke, jetzt kann ich runterfahren und jetzt habe ich auch Zeit, mich mal hinters Steuer eines LKW-Fahrzeuges zu setzen, eines Lastkraftwagens. Ich werde mal gucken, ob das so klappt in meinem stressigen Zustand, aber ich bin recht optimistisch, solange ich nicht frei nach dem Motto I'm coming like a wrecking ball auf die Straße gehe und einfach alles plattwalze. Ist ja noch alles im grünen Bereich, aber jetzt gerade, wo wir uns mal schon hier im Hauptmenü befinden, dachte ich, gehen wir mal kurz ins Fotostudio, denn da kann man ja im Fotomodus coole Bilder von seinem LKW machen. Naja. Also, boah, wir können sogar Tiefenschärfe, können wir, boah, und Sichtfeld können wir auch noch verändern, boah, geil. Also, man sieht es jetzt natürlich nicht ganz so gut, Grad der Unschärfe, okay, kann man alles mögliche einstellen, weil das Licht aus ist, aber, naja. Aber so, dann habt ihr das auch mal gesehen. Vielleicht werde ich ja nochmal im Laufe dieser Folge, die ich glaube ich, ja. Vielleicht werde ich nochmal dazu kommen, ins Fotostudio zu gehen. Beziehungsweise mir einfach eine Kamera zu schnappen. Erstmal hören wir den Vogel zu. Das ist jetzt ein. Was steht da? Zerro? Nee. Keine Ahnung, kann ich jetzt von hier aus nicht lesen. Ich kenne die Vögel auch gar nicht auswendig, obwohl die Vogeluhr schon Jahre hier hängt, gefühlte. Jahre, meine Güte, ich habe ja... Ach so, stimmt, ich habe ja letztens erst repariert. Deswegen kann ja noch gar kein Schaden entstanden sein. So, aber ich drücke jetzt erstmal auf Fahren, obwohl das eigentlich bescheuert ist, weil ich will ja da raus aus Hannover und dann soll ich mir schnell einen Auftrag aussuchen, der in den Süden geht, gefälligst. In den Süden, ich will... Süden? Wieso sage ich Süden? Das ist doch völliger Blödsinn. Osten. Es ist der Osten. So, wir sind da und Hamburg hilft mir nicht weiter, Magdeburg hilft mir weiter, Magdeburg, Bremen ist auch suboptimal, das geht ja wieder zurück. So, also nehmen wir Magdeburg, also zwei Treckers. Ja, zwei Traktoren. So, Engine Start, Licht an. So, wo sind die denn? Ja. Boah. So. Erstmal den Gang finden, den richtigen Gang. So. Du bleibst stehen. So, jetzt sind wir mal wieder schön in Hannover unterwegs. Ach, Hannover, ach, Hannover. Oh. So. Meine Güte. Obwohl es jetzt irgendwie nur knapp über eine Woche ist, oder nee, es ist gerade mal eine Woche her, glaube ich, dass ich das letzte Mal hier Euro Truck Simulator gefahren bin, kommt es mir irgendwie etwas ungewohnt vor, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was habe ich eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Nichts eigentlich, doch. Bisschen Rescue und so, aber naja. So. Ja. Boah, es ist dunkel hier. Ich habe noch nicht mehr eine Dachluke, ist das schlimm. Ah nein, ich muss wieder schlafen. Ich muss schlafen. Kann ich da auch schlafen? Sonst muss ich jetzt mal hier ganz tricky kurz schlafen gehen. Tut mir jetzt... Oh. Das tut mir jetzt leid. Oder komm, ich nehme... Ja, jetzt ist hier ein Debakel. So. Kommt da wer? Nee. Will ich aber auch mal hoffen. So. Oh, das ist ja wunderbar. Jetzt werden die auch noch grün hier, die Ampeln. Komm, schaffen wir. So, jetzt werde ich mal... Ah! Willkommen in der Müdigkeit. So, jetzt geht's los. Aber ich hoffe, ich kann da schlafen. Ansonsten muss ich zum Rastplatz da weiter hinfahren. Aber ich nehme jetzt erstmal den Auftrag an. Dann ist er nämlich verspätet, aber ich bekomme trotzdem mein Geld. Und Geld ist was, was ich unbedingt brauche. Ich werde gleich auch nochmal nachgucken, wie es eigentlich mit meinem blöden Kredit aussieht. Inwiefern der jetzt gerade da am Rumgammeln ist, weil der muss ja auch irgendwie abbezahlt sein. Oder sein, werden. Abbezahlt ist er noch lange nicht, glaube ich. So. Magdeburg. Ah, sogar GPS überwacht. Meine Güte.
Standardlieferung. Zum Glück, sag ich nur. Sonst hätte ich ein Problem. So. Wo steht mein gutes Gefährt? Ach, dann da hinten. Machen wir schon mal Warmlinganlage. Fahren wir über Hülsken und Stöcksken. Hier auch noch drüber. Bam. Jetzt muss ich mal aufpassen hier, sonst... Jetzt kommt noch ein Dip. Bin ich jetzt vorgefahren? Nein. Ich dachte gerade schon. So. Bitte nicht absaufen, Motor. Ich brauche das noch. Ein paar Kilometer muss noch aushalten. Ja, ist gut. Ich weiß, du bist müde. Okay, ich würde sagen, dann mache ich jetzt erstmal kurz eine Rast an der nächsten Tanke. Oder, Moment, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wie viel Zeit habe ich denn noch genau? Noch eine Stunde. Eine Stunde. Ach, wisst ihr was? Dann fahre ich einfach da auf die Bahn. Das spielt ja dann keine große Rolle. Das bisschen Umweg. Und ich glaube, wir haben wieder eine Zusatzfunzel. Die mache ich mal ganz kurz an. Ja. Weil ich finde, Zusatzfunzel macht. So, macht Sinn irgendwie. Und es sieht auch schöner aus. So, dann biegen wir jetzt mal, obwohl das Navi was anderes sagt, rechts ab. So, finde ja sowieso mal Leute, lustig, so Leute, die sich komplett auf ihr Navi verlassen. Also, sprich dann... Also manchmal gibt es ja, dass die sich dann um ein paar Meter dann doch verschätzen und dann heißt es, biegen sie jetzt rechts ab. Und dann, tja, dann war da leider noch nicht die Abfahrt, sondern irgendwie noch ein Gemüsefeld, so ein Acker oder sowas. Und dann ist wieder Not am Mann. Gibt es ja auch Leute, die sind dann schon mal in Rhein gefahren oder in sonstige Flüsse oder in irgendwas. Tanken müssen wir, glaube ich, nicht. Einfach nur, weil sie sich... Ist ja gut, ich weiß, dass wir müde sind. Einfach nur, weil sie sich aufs Navi verlassen haben. Das ist dann schon ein bisschen traurig. Irgendwie so ein bisschen zeigt, wie doof die Menschen durch die Technik werden. Obwohl ich das ja eigentlich nicht so generell sagen will. Das fällt mir schwer. Das finde ich blöd auch. Auch lassen wir die Funzel mal funzeln. Was? Kreditraten in Höhe von 2888 Euro. Gesamt wurde gezahlt, okay. Ach, deswegen kriegen wir auch immer so ein bisschen weniger Geld. So, die Funzel hat jetzt die ganze Nacht durchgeleuchtet. Leuchten. So, jetzt... Wie hatte ich mir das ausgedacht? Obwohl, komm, dann fahren wir jetzt mal da lang. Fahren wir doch, wie das Navi befiehlt. Ich glaube, das macht zeitlich, glaube ich, doch einen Unterschied, oder? Das ist jetzt die Frage. Was wäre jetzt schlauer gewesen? Jetzt gucke ich erstmal, wie viel Zeit wir eigentlich noch hier insgesamt haben. Ach, 7 Stunden. Das schaffen wir locker. So. Ja. Ich habe mir mal hier so ein paar schöne Sachen aufgeschrieben. Einfach so, was mich so bewegt. Was man so sieht. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr irgendwas habt, was euch bewegt oder so. Einfach in die Kommentare und... Keine Ahnung, vielleicht kann ich ja was dazu sagen, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Erstmal Retarder. So, danke, lass mich nicht im Stich. So, ich habe mir zum Beispiel mal hier aufgeschrieben, ISS, also International Space Station. Und dann, / Toiletten. Das... Fand ich mal ganz interessant, hatte ich jetzt gerade vorhin, oder beziehungsweise vor längerer Zeit, wenn ihr das Video schaut, habe ich das mal gesehen. Das ist nämlich ziemlich lustig, also ein Artikel drüber gelesen. Was ist das denn? Mein Gott, ist das ein hoher Turm. Mein Gott, immer diese Sendemasten. So, das ist nämlich ziemlich interessant, weil in der Schwerelosigkeit muss das ein ziemliches Problem sein mit dem Stuhlgang bzw. Urinalgang. Ja, das ist bei Schwerelosigkeit kann man sich vorstellen, man kann nicht einfach einen abseilen, weil der geht gar nicht erst nach unten. Der kommt vielleicht, also ich weiß nicht, ob der Rückstoß da groß genug ist, um das Ganze nach unten zu befördern, also in die Schüssel, aber es muss ja abgesaugt werden, also da stelle ich mir echt ziemlich lustig vor da oben.
wenn man dann da in der Schwerelosigkeit rumschwebt und dann versucht, da einen normal abzuseilen. Und dann, das geht ja nicht. Das geht einfach nicht. Und auch das andere, das Flüssige, das ist ja auch ein wahnsinniges Problem, weil wie soll man das machen? Also das muss man ja irgendwie hier absaugen einfach. Und, also lauter Probleme, und da soll es wohl auch immer Probleme, also technische Probleme geben. Also das heißt, dann ist mal einfach so eine Toilette defekt und dann haben sie vielleicht nur einen oder müssen sogar auf eine Not, auf so eine andere Kapsel, die da gerade angedockt ist. Also nicht Notkapsel, was sag ich da? Eben auf ein anderes Raumschiff, sag ich mal ganz schön, auf eine Landekapsel oder was auch immer, müssen die dann gehen, nur um auf Toilette zu gehen. Also, das stelle ich mir schon lustig vor. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten die da oben gerade zugange sind. Aber allein bei 5 Leuten stelle ich es mir schon interessant vor. Meine Güte, das muss echt komisch sein. Vielleicht gibt es ja demnächst auch den Space Toilet Simulator. Und dann vielleicht irgendwie in einer aufgepimpten Version, wo man dann irgendwie vielleicht sogar noch auf dieses Ei, auf die andere Raumkapsel dann übersteigen muss, um einen abzuseilen eben. Naja, wer weiß, also in der Welt der Simulatoren ist ja nichts unmöglich, würde ich mal sagen. Doch, das kann man so sagen, denke ich. So, was steht denn hier wieder? Ach, 90. Können eh nicht schneller fahren. Schönes Foto, Blick. Ich habe Angst, dass ich umkippe. Ist mir noch nie wirklich passiert, aber ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Weil umkippen ist echt eine unschöne Sache. Das will, glaube ich, niemand. Tja. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, da. So. Ui, Hügel. Boah, das ist echt ein schönes Wetter hier. Fällt mir immer wieder, also, selbst wenn es jetzt regnen würde in Strömen, ich würde lieber da sein, weil da ist es scheinbar irgendwie immer Sommer. So, also, kann man so sagen. Naja, aber ich weiß nicht, will ich eigentlich immer Sommer, weil eigentlich bin ich auch so ein Winterfreak. Ich mag es, wenn es schneit, aber so zum Beispiel, nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen, ne? Da ist nichts mit Schnee, da ist Matsche, vielleicht 2 cm Schnee oder noch niemals 2 mm oder gar nichts, einfach nur nass, Matsche. Und okay, dann sagen zwar direkt Bahnen, Straßenbahn, alles, überall steht dann irgendwie, ja, wegen Witterungen, beschränkter Verkehr bzw. Verspätungen möglich. Da denke ich mir auch, meine Güte, wie schaffen die das denn in Bayern überhaupt zu fahren? Aber egal. Das war knapp. Aber eigentlich bin ich ein Wintertyp, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sommer, so schön der auch ist, Winter ist auch eine coole Sache. Schnee. Ich fahre auch gerne Ski zum Beispiel. Ist auch eine schöne Sache. So durch die Berge rauschen. Ja, ja. Das ist es. So, fahren wir etwas langsamer durch die Tankstelle. Ich weiß nicht, ob die das so mögen, wenn man da mit 180 durchrauscht. So. Setzen wir uns mal. Wir bedenken ja auch die ganzen anderen Fahrzeuge, die hier rumstehen, weil da habe ich mir jetzt aber was eingebockt. So. Ja, toll. Toll hast du das gemacht. Wunderbar. Schön. Nee. So. Laterne, Sonne, Mond und Sterne. So. Bing, da ist ja schon die Meldung.
Wir fahren mal vor. Dann hat sogar der eine Chance, da rauszukommen. So, dann machen wir das mal aus. Achso. Okay. Die machen wir jetzt auch mal aus. Und dann würde ich sagen, beende ich hiermit die Folge und sage gute Nacht.